Gut, mein Name ist Martin Kandlofer. Ich arbeite am Institut für Softwaretechnologie im Bereich autonome intelligente Systeme. Das heißt, da geht es darum, dass man intelligente Systeme entwickelt, baut und programmiert. Intelligentes System könnte natürlich sein, zum Beispiel ein Roboter, der in einem eingestürzten Haus nach Vermissten sucht. Das wäre ein intelligentes System. Oder natürlich auch eine intelligente Software ist ebenso in diese Kategorie zu zählen. Meine spezielle Aufgabe ist der Bereich Educational Robotics und Education in Artificial Intelligence. Da geht es einerseits darum, dass ich Roboter als Werkzeug, als Lernwerkzeug einsetze, um den Nachwuchs für Naturwissenschaft und Technik zu begeistern. Andererseits aber auch, um Grundlagen der künstlichen Intelligenz für verschiedene Altersgruppen und für verschiedene Zielgruppen sozusagen aufzubereiten und zu vermitteln. Die provokante Aussage wäre, eine Grundkompetenz in Robotik und künstlicher Intelligenz wird in den nächsten Jahren so wichtig wie Lesen und Schreiben. Das heißt, ich spreche da gerne von AI Robotics Literacy, die dann im Endeffekt eine Kulturtechnik sein wird. Das derzeitige Bild von Robotik und KI wird natürlich stark geprägt von Film, Fernsehen, Büchern, wo man dann immer sieht, dass Roboter Amok laufen und die Menschheit irgendwie unterdrücken oder unterjochen. Natürlich gibt es dieselben Geschichten für die künstliche Intelligenz. Wenn man dann weiterschaut in den Medien, gibt es auch die Horrormeldungen, dass die Roboter all unsere Jobs übernehmen oder auch, dass KIs sozusagen den Menschen arbeitslos machen. So schaut es eigentlich aus. Das wird uns vermittelt von Medien, Film und Fernsehen. Wie ist es aber in der Realität? Es ist natürlich so, dass Robotik und KI, diese Technologien, bereits Teil unseres Alltags sind. Man denke nur an all diese smarten Technologien, Helferlein wie eben Sprachassistenten oder autonomes Fahren und so weiter und so fort. Das heißt, das ist bereits Teil unserer Realität, ob wir wollen oder nicht. Die Frage ist nur, was wir daraus machen. Und es ist ja so, dass wir natürlich in der Verwendung dieser Technologien schon recht gut unterwegs sind. Jeder von uns kann App bedienen, jeder von uns weiß ungefähr, wie autonomes Fahren oder wie man autonomes Fahren natürlich verwenden kann. Die wenigsten wissen die Konzepte dahinter. Was steckt dahinter? Was sind die Technologien dahinter? Was sind die grundlegenden Überlegungen dahinter? Das heißt, wir müssen wegkommen von einer Gesellschaft, die rein Technologie verwendet, hin zu einer Gesellschaft, die Technologie auch versteht. Also kurz gesagt, ich möchte die Blackbox öffnen. Blackbox ist jetzt so, derzeit Experte oder ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin stellt einen Roboter her oder eine App wird programmiert, dementsprechend die verwende ich, aber ich habe keine Ahnung, was da drinnen steckt. Das ist eine Blackbox für die meisten Leute. Ich möchte aber, dass diese Blackbox geöffnet wird durch die Vermittlung von diesen Grundlagen. Das heißt, ich kann reinschauen, wie funktioniert es, was ist die grundlegende Idee dahinter. Und wenn ich das weiß, kann ich einerseits natürlich bewusst die Entscheidung treffen, will ich diese Technologie verwenden, andererseits aber auch, was sind die Implikationen dieser Technologie. Was sind die ethischen Aspekte, was sind die technischen Folgen, wenn ich diese Technologie verwende. Und natürlich auch, ich kann aktiv diese Technologie ändern. Ich kann selbst Ideen einbringen und diese entwickeln, in weiterer Folge natürlich. Und deshalb ist es eben wichtig, dass fundiertes Wissen in Robotik und KI, also AI Robotics Literacy, vermittelt wird, um einerseits dann auch die jungen Leute für die diversen Berufsfelder fit zu machen, für den Arbeitsmarkt, andererseits aber, wie gesagt, Chancen und aber auch Risiken und Gefahren dieser aufkommenden Technologien richtig abschätzen zu können. Das heißt, KI und Robotik verändern die Gesellschaft rasant. Mithilfe von AI Literacy wird die Gesellschaft besser darauf vorbereitet, sage ich mal. Die Entwicklung dieser Technologien schreitet natürlich extrem schnell voran. Es ist natürlich auch so, dass viele repetitive Tätigkeiten durch Maschinen, sei es Roboter oder KIs, ersetzt wird. Das ist einfach Fakt. Und es ist auch Fakt, dass wenn ein Roboter oder eine KI eine gewisse Tätigkeit
besser ausführen kann als ein Mensch und vor allem diese Tätigkeit auch billiger ausführen kann, dann wird der Mensch wegrationalisiert. So ist es einfach. Aber Leute, die jetzt von klein auf, und von klein auf meine ich vom Kindergarten auf, mit den Ideen und Konzepten hinter diesen Technologien vertraut gemacht wurden, sind besser, die sind nicht perfekt darauf vorbereitet, aber sie sind besser vorbereitet auf diese Entwicklung und können dadurch eben, wie bereits vorher erwähnt, aktiv mitgestalten, aktiv entscheiden und auch kritisch die Technologien hinterfragen. Bei aller Liebe zur Technik und zur technischen Weiterentwicklung müssen natürlich auch ethische Aspekte berücksichtigt werden. Und das ist auch Teil von AI Literacy meiner Meinung nach, dass man neben technischen Details und Konzepten auch ethische Aspekte vermittelt, weil diese Leute, die wir quasi ausbilden, sind dann später dann die Leute, die diese Technologien entwickeln und eben auch dann diese ethischen Aspekte dort berücksichtigen. Also kurz zum Vorteil jetzt vielleicht zusammengefasst, würde ich sagen, die Gesellschaft ist besser auf diese schnelle Entwicklung der Technologien vorbereitet. Sie werden, oder die Leute werden dadurch nicht in einer Weise überrascht, aber auch nicht entmündigt und können dadurch sich selbst aktiv einbringen, aber natürlich auch kritisch hinterfragen. In gewissen Bereichen, Domänen, sind Roboter und KIs bereits jetzt besser oder intelligenter als Menschen. Ich möchte da als Beispiel nur erwähnen, eben das Schachspielen, wo eben eine KI den Weltmeister bereits besiegt hat und können die Menschen eigentlich nicht mehr viel gegen einen guten Schach, eine gute Schach-KI sozusagen erreichen. Oder aber in gewissen Bereichen sind Roboter bereits natürlich besser unterwegs. Ich denke da nur dann in ein paar Jahren vielleicht das autonome Fahren, wo dann eine KI, die diesen Wagen lenkt, sicherer sein wird auf der Straße als ein menschlicher Fahrer. Hingegen, wenn man dann sagt, gibt es dann Roboter und KIs, die eher so in Richtung eine allgemeine Tätigkeit ausführen können, wenn es in die Richtung geht, da bin ich sehr skeptisch, ob das in den nächsten 10 Jahren überhaupt möglich ist. Also einen Universal-Haushaltsroboter, der die Küche zusammenräumt, der kocht, der vielleicht auch Aufgaben macht für die Kinder, dann, die am Nachmittag heimkommen. Also solche Universal-KI oder Roboter wird es natürlich in nächster Zeit oder sehr, sehr lange nicht geben. Ja, ich möchte die Warnung vielleicht gleich in einem nächsten provokanten Satz vielleicht verpacken. Ist immer die Frage, sind die Roboter und die KIs dann irgendwann einmal intelligenter als die Menschen? Ich sage, ja, natürlich. Und das ist eigentlich relativ einfach, weil die Menschen werden eh immer dümmer. Die KIs brauchen gar nicht gescheiter werden. In dem Fall möchte ich eben dann sozusagen warnen vor einem extremen Szenario, das wäre dieses, um wieder zurückzukommen auf Film und Fernsehen, das Idiocracy-Szenario. Die Roboter und die KIs nehmen uns alle Tätigkeiten ab und die Menschen brauchen sich um nichts mehr kümmern und liegen nur mal faul auf der Couch und verdummen einfach. Ne? Hingegen das andere Extremszenario wäre natürlich das Star Trek-Szenario. Das heißt, Roboter und KIs nehmen uns die Tätigkeiten ab und wir können uns auf wirklich wichtige Dinge konzentrieren, sprich Forschung zum Beispiel.